Herzlich willkommen hier bei Illo & Mops, besser gesagt aus der Stadt Koralechow. Und schaut mal, was wir gefunden haben. Hier liegt Popcorn am Strand. Um was es sich genau handelt und wie die Stadt und so weiter, was hier so los ist, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Haben schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Genau hier soll es losgehen, am Gran Casino in Koralechow. Mein Gott, Junge, geh nach Hause, ey. Wie sprichst du denn alles aus? Aber Koralechow, ich glaube, so sage ich es ein bisschen schneller und ein bisschen richtig. Ja, willkommen hier gleich in die Fußgängerpassage. Wir wollen natürlich ein bisschen gucken, wie ist es hier so? Ich meine, die Hauptstadt, Hafenstadt, die haben wir ja schon liegen gelassen. Deswegen wollen wir hier halt mal ein bisschen gucken. Daniel und Isabel sind noch nicht mit. Da hinten sieht man Mops gerade eben. Ich muss mal einmal ranscrollen. Die guckt sich hier schon wieder irgendwelche Strandtücher an. Ich bin noch hier vorne. Ich wollte ganz kurz das Video aufbauen. Ja, wir sind zentral. Direkt hier vorne ist der Wasserpark, was natürlich eine super geile Option für uns ist. Wir sind nur noch am Überlegen. Es ist nämlich ganz schön windig. Hier vorne ist ein richtig schönes Spielparadies, sag ich mal, was abends auf hat für die Kinder. Oder vermutlich abends aufhat. Ja, und die Wohnmobile parken da vorne. Ich guck mal gucken, was Mops da macht. Ja, genau sowas suchen wir ja. Ne? Einfach ein Strandtuch. 2x2 Meter, also ein großes Strandtuch. Wir selber haben ja nur so eine dicke Decke. Klar, auch mit Alubeschichtung von unten. Das Ganze ist super. Und jetzt haben wir hier gleich im ersten Shop, hey, im ersten Shop haben wir es gleich gesehen für 9,99 Euro. Sonst kriegt man das auf den ganzen Märkten und so weiter gerade mal für 20 Euro oder letztens musste Mops, glaube ich, mit 30 Euro runterhandeln oder es war bei 20, ich weiß es nicht. Und hier gibt es halt mehrere Tücher. Jetzt sagt der eine, okay, das hier gefällt mir oder das gefällt mir. Mir hätte jetzt auch sowas hier oder sowas, ist ja so ein Standardteil, ne? Aber 10 Euro kann man nichts sagen. Ich habe jetzt gerade ein anderes Problem. Ja, mein anderes Problem ist gerade eben, die ganze Zeit werde ich hier von der Bling. Wir haben ja so eine Kamera, wir haben ja erzählt hier mit der Alarmanlage, bla bla bla. Seitdem haben wir eine Kamera drin und das blinkt mich jetzt die ganze Zeit an. Und diese 31 Tage, jetzt gerade eben wieder, hier lese ich gerade eben, Bling Bewegung erfasst. Ort G8T1 oder sowas. Und dann gibt er halt wahrscheinlich die Koordinaten durch, oder ich weiß es nicht. Und ich kann jetzt nicht mehr, es zeichnet es nicht mehr auf. Jetzt kann man sagen, oh ja, wenn es nicht aufzeichnet. Aber immer, wenn das kommt, kann ich ja durchgucken. Ich kann jetzt nur noch live durchgucken. Ich sehe da nichts. Also würde ich jetzt mal vorschlagen, wir sind nicht weit vom Wohnmobil. Wir holen das Ding jetzt. Wir haben so einen Teil dann. 10 Euro billiger geht es auch nicht. Und da gucke ich da mal nach. Ja, ich habe jetzt mal die Decke reingepackt. Und es hatte mir es gerade immer noch angezeigt. Jetzt gerade eben habe ich mal Stecker raus, Stecker neu rein. Ich denke mal, das wird es auch bringen. Habe ich jetzt zugemacht, Alarmanlage. Ja, auf los geht's los. Wir brauchen natürlich erstmal einen Überblick über das Ganze hier. Wir sind schon an einigen Läden hier vorbeigegangen. Also gefühlt gibt es hier alles. Es hat so einen leichten Touch davon. Wie sieht Amerika vielleicht aus? Ich weiß nicht, wie Amerika aussieht, aber so kennt man es von Bildern, vielleicht irgendwo Miami Beach. Ist auf jeden Fall richtig schön. Also wir sind ja an der Hauptstadt vorbeigefahren. Klar, oder Hafenstadt, die wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Aber hier, das hat so seine gewisse, gute, schöne Qualität. Und wir lassen uns jetzt hier erstmal ein bisschen richtig schön gleiten zusammen.
Ja, hier vorne sieht man das eigentlich ganz gut. Also hier ist diese kleine Vorinsel und hier auf der rechten Seite sieht man Fred Olsen wieder am Malochen. Hier gibt es natürlich dann direkt von diesem Ort die Fähre rüber nach Lanzarote. Ja, das ist der Blick für euch bis rüber nach Lanzarote. Ihr seht selber, es ist doch ganz schön voll gebaut, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Also ja, die Vorstellungen sind ja immer anders, als wenn man dann da ist. Und da können wir euch natürlich mal den Einblick erwehren. Oder gewähren auf jeden Fall. Ja, die Fähre, die fährt 5-mal am Tag, habe ich gesehen. Zu natürlich verschiedenen Zeiten. Und ja, auch mit dem Wohnmobil kann man rüber, auch mit dem PKW kann man rüber. Aber das wäre natürlich auch ein Abenteuer, hier mit dem Kanu vom Daniel vielleicht hier rüber zu dieser Insel. Aber ich glaube, wir waren ja heute Morgen schon im Wasser. Also die Wellen haben schon richtig in sich. Ob man da mit dem Kanu so leichtes Spiel hat, ne? Das weiß ich nicht. Ja, jetzt geht's mal rein in den Hafen. Ich habe noch gar nicht berichtet, also 14 Euro hatte Daniels Familie gezahlt, wir nur 11. Klar, der Milo, der kostet noch nichts. Und ja, die Bimmelbahnfahrt macht natürlich einfach Sinn. So kann man am besten hier diesen Ort einfach mitnehmen. Übrigens, Mops ist auch nochmal zurückgegangen zum Wohnmobil. Sie hat das Problem mit der Kamera auch hingekriegt. Die vordere Kamera, die in den Rückraum blendet, irgendwie, ja, war sie vielleicht falsch aufgestellt. Ich habe jetzt keinen Bingeln mehr auf dem Handy und das ist auf jeden Fall positiv. Ja, da kommen ja Gefühle hoch, direkt an Marokko gedacht, an Mesuga, La Heaven, La Chance, hieß so der Campingplatz, so hieß er definitiv, wo wir in die Dünen losgezogen sind mit dem Quad, das hat so Lust gemacht. Ich glaube 65 Euro hatten wir damals bezahlt für alle Mann, also für 3 Mann, also Milo war dann ja noch bei Mops im Bauch. Und ich saß mit Mian da drauf, der konnte sich vorne immer cool festhalten. Das hat so einen Spaß gemacht auf so einem sandigen Untergrund. Und jetzt stehen sie mal eben hier ganz provokant. Ihr seht, wir haben uns da vorne einfach mal eingereiht gestern Abend. Wir wollen heute Morgen was wahrnehmen. Aber dann gleich hier so eine Überraschung zu sehen. Und ja, der Daniel hatte mir sowas schon gezeigt. Ich finde sowas auch mega cool. Aber ja, so wie die Karren auch aussehen, ne? Also so, ich sag mal so versandet. Die fahren halt durch den Sand. Ja, wie soll man das mit Milo schaffen und wie soll ich Mops dann erklären, dass ich dann mit Mian unterwegs bin? Ich hätte auf jeden Fall sofort richtig Lust oder ja, vielleicht müsste Mops das mit Mian machen. Ich weiß es auch nicht und ich laufe ein bisschen mit Milo rum, aber Milo können wir hier definitiv nicht mitnehmen. Wir haben das Ganze jetzt hier auch nicht gebucht, also falls das jetzt gerade eben hier den Anschein erweckt. Wir wollen gleich woanders hin, deswegen war es jetzt eine große Überraschung, das zu sehen. Und gerade der Mian, der ist ja der große Monster-Truck-Fan und ich finde, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein kleiner Monster-Truck, ne? Und die Teile haben ja richtig was drauf. Hier auf den einen, da steht 80 km/h, kannst du damit fahren. Und ja, wie man sieht, alle haben Kennzeichen, alle müssen angemeldet sein. Und ich weiß nicht, wie die Logistik hier stattfindet. Jetzt kamen immer mal wieder welche dazu. Und ja, wo stehen die Teile? Und dann werden die morgens hingebracht. Dann sind wahrscheinlich alle schon gebucht. Ja, dann viel Spaß an die Leute, die das jetzt wahrnehmen können. Ja, wir sind immer noch in der Stadt. Den Stellplatz haben wir mittlerweile verlassen. Die ganzen ja, Wüstenbuggys sind unterwegs. Nee, Kartfahren, darauf haben wir jetzt keine Lust. Aber hier haben wir eine Situation, wo wieder Markt ist. Allgemein ist hier in der Stadt, Nähe des Wasserparks, das kann ich euch schon mal sagen, Dienstags- und Freitagsmarkt. Aber hier ist einfach, ja, ich glaube, das muss man gesehen haben. Wir werden euch das ein bisschen zeigen hier mit diesen bunten, schönen Gästchen. Und hier haben wir einfach mal natürlich so einen ganz, ganz kleinen Übersichtsplan. Also natürlich gibt es hier auch einen Hyperdino und so weiter. Also auch Supermärkte. Ja, und wir wollen ja einfach mal gucken, was gibt es hier zu holen. Das Ganze geht von 9 bis 14 Uhr. Deswegen jetzt gerade eben sind wir gut von der Zeit dran, 11:30. Aber ich muss mal vorne da vorne
Mops einmal helfen. Ja, super schnuffige Sachen hier. Schaut euch das Ganze mal an. Wir haben da vorne was gesehen, Mops, oder? Ja, hier sind ja Schnullerketten. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Wir hatten ja mal eine Schnullerkette mit Ninos Namen von einer Zuschauerin. Die ist uns leider auf Teneriffa am Strand, schätzen wir mal, verloren gegangen und dann vom Sand verweht. Deswegen haben wir sie nicht mehr. Die Zuschauerin, von der wir sie haben, wenn du dieses Video siehst, melde dich bitte per E-Mail an uns. Ich würde gerne diese gleiche Schnullerkette nochmal haben, weil ich habe auch Mians Schnullerkette als Erinnerung. Und ich möchte diese Schnullerkette nochmal haben, dass Milo sie benutzen kann. Und ich sie dann auch als Erinnerung nochmal wegtun kann später mal, wenn der Schnuller vorbei ist. Hier habe ich improvisiert. Hier war quasi eine so ein Greifring quasi dran von Mikas Mama. Und das habe ich dann zweckentfremdet. Da habe ich diesen Greifring abgemacht und habe das hier benutzt, sodass wir jetzt auch eine Schnullerkette haben. Aber für mich ist es irgendwie wichtig, diesen einen Schnullerring aufzubewahren. Ja, so, ja. Genau, deswegen will ich hier nicht irgendeinen haben. Ich möchte gerne bei der Dame einen kaufen und ich weiß, sie hat sogar einen Online-Shop, wo sie das macht, meine ich. Ja, ich sag ja schon immer, ich brauche selber auch ein Poncho und hier haben wir gerade eben einen Stand. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist komplett Baumwolle, alles selber gemacht und echt schöne Designs. Also hey, welcher Frau gefällt sowas nicht? Na gut, das muss nicht jedem Mann gefallen. Aber auch so haben die echt richtig schöne Sachen, ne? Also wahrscheinlich könntet ihr immer hier diesen Stand anfinden. Und auch für die Kinder ist es natürlich gerade eben sehr interessant. Also ja, auch mehrere Designs und dann halt mit der Baumwolle. Wird dann schneller trocken, ich weiß es nicht, vermutlich, ne? Ja, wir haben erst auf Teneriffa eingekauft. Mops ist total hin und weg. 30 Euro soll das Schätzchen kosten. Aber wir haben ja erst einen gekauft. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ja, also Mops ist hin und wieder, sagt, kaufen wir? Was kaufen? Haben. Wir haben doch erst einen gekauft, Mops. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Self-made und trocknet in 10 Minuten. Ja, und ja, den kann ich ja noch verkaufen von Decathlon vielleicht. Den setzen wir bei eBay Kleinanzeigen rein irgendwann mal. Ja, der ist echt schön. Genau diesen Gang hier hoch, den mussten wir natürlich unbedingt mitnehmen. Ja, wer lässt sich denn sowas hier? Ich glaube, viel besser sieht man es hier einfach auf den Bildern hier rechts. Wir sind jetzt oben im Glockenturm und falls jemand jetzt die Lust hat, in diesem Moment, der kann mal das hier scannen. Ich versuche es mal so nah wie möglich ranzuhalten. Mach mal kurz auf Stopp. Vielleicht könnt ihr das scannen und dann kann man natürlich, es gibt mehrere Live-Cams auf der Welt allgemein, dann kann man sich diesen Blick hier mal antun. Wir sind hier oben direkt drin, schaut euch das mal an. Und von hier aus gibt es einfach eine fantastische Sicht direkt rüber nach Lanzarote, also phänomenal. Und hier sieht man auch mal, ja, da hinten läuft wieder die Fähre ein. Ich werde mal ein bisschen ranscrollen. Klar, die Kamera, die schafft das jetzt nicht, was du mit einem eigenen Auge siehst. Ne, wie richtig schön hell, so wie sandig da hinten alles ist. Weil natürlich hinten in der Ferne ist ja die ganze Dünenlandschaft. Ne? Und da sieht man es hinten auch. Also hinten die ganzen Sand und alles so richtig schön babyblau. Also der Norden hier oben, ja, verzaubert einfach. Und von hier aus haben wir natürlich nochmal einen schönen Blick runter. Hier auf diesen fantastischen Marktplatz. Ne, ich habe ja am Anfang gezeigt, wie das Ganze hier heißt. So könnt ihr das Ganze auch finden. Also ja. Nochmal ein Ding, was natürlich jetzt hier auch kostenlos man sehr, sehr, sehr gut hier mitnehmen konnte. Ja, ein Haus hier schöner als das andere. Wir haben es jetzt bis zum Strand runter geschafft und ja, das sieht einfach richtig schön aus. Also da vorne haben sie dann richtig schön, ja, so ein Sandstrand und
Und da vorne kann man auch gut reingehen, also zur Vermittlung hier. Da vorne ist der Hafen und so weiter. Und wir haben hier schon was von einer ganz großen Besonderheit gehört. Und ihr seht es ja auch so ein bisschen. Das Ganze wird jetzt hier ganz schön weiß. Ich versuche mal noch ein Stückchen weiter zu gehen. Und hier gibt es halt was ganz, ganz Besonderes. Und man nennt das Ganze hier Popcornstrand. Ja, wie sieht das denn aus? Ich bin auch mal gespannt, wie fühlt sich das Ganze an? Wie entsteht das Ganze? Das weiß ich jetzt gerade eben nicht, aber ich werde mal so reingreifen. Ja, das ist weißes Gestein. Schaut euch das mal an. Das sieht aber original aus wie Popcorn. Schaut mal, als könnte man das im Mund nehmen. Ja, Wahnsinn, was habe ich ja noch nie gesehen. Das nächste weiße Gold hier auf der Insel. Ja, wie ihr seht, sind wir hier im weißen Paradies und der Illo setzt sich gerade so hin und ich sage, ach Mensch, ich setze mich mal daneben und guck mal wirklich, was ich hier entdeckt habe. Direkt neben uns zwei Angelhaken, mega gefährlich. Ja, kann man froh sein, dass man sich jetzt nicht reingesetzt hat oder dass die Kinder sich jetzt hier barfuß oder der Milo hier krabbeln, der schläft aber gerade. Und ja, das werden wir auf jeden Fall mitnehmen, das werden wir im Müll tun. Und ihr fragt euch vielleicht, was ist das hier? Da wollte ich euch mal aufklären. Und zwar, was hier aussieht wie gepuffter Mais, ist in Wahrheit weiße versteinerte Kalkalgen sind das. Die werden wohl ans Ufer gespült und vermischen sich dort mit dem Sand und mit den Vulkangesteinen. Ich habe dazu noch was anderes gefunden, das möchte ich euch vorlesen. Hier steht, diese Meeresalgen tragen die biologische Bezeichnung Rhodoliten und sind zunächst rot, bevor sie mit der Zeit weiß werden. Sie werden durch die Wellen ans Land geschwemmt und erhalten durch die Strömung so auch ihre einzigartige Form. Das Naturphänomen kann man auch an anderen Stränden beobachten. Und es sieht aus, deswegen sagt man auch Popcornstrand, weil es aussieht wie so kleine, ja, wie Popcorn. Ne? Das ist schon krass. Also wir haben es noch nie gesehen, es ist jetzt das erste Mal. Ich sagte gerade, wo wir angekommen sind, guck mal, was ist denn da hinten so weiß? Und ich so, ach, hier vorne auch. Und der Daniel direkt so, ach, das ist doch hier dieses Popcorn. Wir wollten uns Popcornstrand auch angucken und haben jetzt hier schon den Popcornstrand. Was ich ganz cool finde jetzt hier mit dem Hintergrund, wenn du jetzt hier ins Wasser gehst und dich hier hinlegst, hast du halt nicht Sand am Körper kleben. Ne? Und weil die dicken Dinger hier, die kleben, glaube ich, nicht irgendwie am Körper. Ja, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Ein bisschen Geld wollen wir natürlich auch gerade für Kunst, Wertschätzung einfach da lassen. Hier wird das nächste gebaut, also natürlich gibt es hier auch ein paar Meisterschaften auf den Kanaren und so weiter. Luke, ich bin dein Vater. Wer entsteht neben Ihnen? Ratet doch mal. Ich weiß, wahrscheinlich können wir es nicht beantworten, diese Frage, aber es ist natürlich sehr interessant, wie entsteht mal sowas. Der Kumpel hat auf jeden Fall ein paar Schweißtränen auf der Stirn, das kann ich euch sagen. Ja, und der Mian und die anderen Kinder, die finden das richtig interessant. Die anderen sind schon weitergegangen. Und allgemein hier die Uferpromenade, wo wir uns langstreifen lassen, ist richtig schön. Also die ganze Stadt ist richtig schön. Ja, das passt ja prima. Direkt hier in der Stadt eine Repsol-Tankstelle, wo man sich noch mal richtig schön volllaufen lassen kann und den alten Ballast hinter sich lassen kann. Ja, geduscht ist alles. Wir sind jetzt wieder komplett voll. Wir sind komplett leer, haben Lust auf das nächste Abenteuer und werden euch einladen. Hier bei Illo und Mops. Ja, wo auch anders. Sonntags bis donnerstags 18 Uhr. Wir sehen uns. Wir fahren der Sonne hinterher. Oh yeah, oh yeah.